Ich möchte es einfach einmal aus einer, sage ich mal, der Sicht eines einer treuen Quer-Zuschauerin seit 20 Jahren. Ich möchte jetzt einmal was sagen. Diese Sendung ist für mich seit 20 Jahren Pflichttermin, meine Lieben. Für mich gibt es nichts anderes am Dienstag. Ist jetzt wurscht, auf jeden Fall, wenn es ein Kind noch gibt. Ich sage, das ist, muss man auch mal sagen, das ist, wenn man sich einmal an so eine Sendung gewohnt hat, dann findet man es jetzt mal gut eigentlich. Verstehst du? Du merkst, da tanzen sie so abig, da grüßen uns alle. Es ist eh gut, passt schon, wirklich. Es ist, man schaut ein, da kommen diese Kugeln da und dann ist man. Dann freut man sich halt einfach, was? Das ist so. Für mich ist das Pflichttermin, das ist quer seit 20 Jahren. Weißt, und ich freue mich halt auch einfach so, dass einmal eine Sendung beim BR so lange so erfolgreich ist. Da muss ich mal überlegen, wie jung der hat anfangen hat müssen, damit in all diesen 20 Jahren diese Verjüngungstherapien des Bayerischen Fernsehens überstanden hat. Weißt du? Also, ich muss einmal in einem Gender, wo jede, alle zwei, drei Jahre verjüngt wird, verstehst? Also, und das Publikum immer älter wird, es ist so wurscht. Du musst echt jung angefangen haben, dass du überhaupt alt wirst. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, das merkst du ja bei jedem Beitrag von dieser Sendung in Quer, merkst du, was da für, was ist das Quer, das ist ja informativ, innovativ, aber auch spirituell. Deswegen ist diese, die sage ich sie nur als ganz normaler Fernsehzuschauer, verstehst du, ich kenne mich ja nicht aus. Ich meine, mir ist das eh eigentlich alles intellektuell von dem her gesehen. Es ist aber Pflichttermin, das ist für mich immer Pflichttermin. Das ist jedes Mal, wenn es losgeht, ist quer. Da bin ich auch noch in meinem Stammstübel. Wisst ihr was, das ist ein Stammstübel. Das ist ein Stübel, wo man öfters wie 7 Mal in der Woche reingeht. Also um 7:45 bin ich noch in meinem Stammstübel. Und da denke ich mir alle dabei, ah, es geht los, das quer. Da stehe ich mir noch über Bier. Die dringe ich dann gemütlich aus und bis ich dann heimkomme und am Fernsehen einschalte, ist dann quer schon fast aus. Da ist dann nur noch, also der Seehofer da ohne Kopf. Und das gefällt mir, gell? Ja, wo ich sag, weißt, das ist das. Weißt du, so Informationssendung, Satire, lauter Schmarrn, das ist der Seehofer ohne Kopf, da ist wirklich mal die Realität 1:1 abgebildet. Das finde ich großartig. Der Seehofer, hab's schon gesehen, Herr Nockerberg, hab's schon gesehen? Es ist jetzt auch so Gott sei Dank aufgehört über Bavaria. Ich hätte es eh nicht machen wollen, ehrlich gesagt. Weißt du, diese Bavaria, da hast du noch dabei geredet. Und du kannst ja am Nockerberg nicht sagen, wie es ist. Das geht doch nicht. Ja. Ich meine, du kannst jetzt, also bloß einmal ein Beispiel, nicht ganz so schlecht sagen, alle Jahre sagen, wie es ist, also auch der Seehofer ist ein Depp, das geht nicht. Das wäre zu kurz gegriffen. Und dann ist er das auch im Nockerberg, weißt du, kannst du es ja auch nicht einfach irgendwie, du musst ja dann nuancieren. Und die einzelnen Unterschiede ausarbeiten zwischen den verschiedenen. Also halt Leute halt. Und das ist ja logisch, wenn du sagst, der Seehofer ist ein Depp, dann musst du konsequenter sagen, als der Söder voll Depp. Das ist ja klar. Das. Darum bin ich
Seit 20 Jahren bin ich wirklich konsequente, treue Querzuschauerin, einfach weil es spirituell ist. Und weil die das halt einfach sagen können, wie es ist, ohne dass so direkt, also wie soll ich sagen, ist so wurscht, ihr wisst es eh, wie es ist. Also vielen Dank für 20 Jahre quer, eure Treue. Jetzt kommst du mir gerade vor 20 Jahren, da war ja ich ja noch in den United States. Da war ja ich die famous Mary from Barbary, damals in die, das wissen ja die wenigsten, da war ja ich gar nicht, ich meine, das ist so lange her.